گزارش تلویزیون SRF سوئیس، پرونده قتل کاظم رجوی به عنوان بخشی از یک نسل‌کشی احتمالی علیه هزاران نفر از اپوزیسیون ایران باید بار دیگر در سوئیس گشوده شود و به این ترتیب این پرونده دوباره فعال شده است. طبق نتیجه تحقیقات 13 نفر که همه آنها پاسپورت های دیپلماتیک داشتند در آماده سازی و قتل عام کاظم رجوی دست داشتند. جوخه مرگ بارها در سال 1989 از ایران به سوئیس پرواز کرده بود. این حقوقدان و استاد دانشگاه در سوئیس با کارزارهای خستگی ناپذیر علیه نقض حقوق بشر و شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه فعالیت می‌کرد. سفیر وقت رژیم در سازمان ملل او را به بدترین اقدام انتقام جویانه تهدید کرد. کاظم رجوی بارها به ترور تهدید شد و در 24 آوریل 1990 تهدیدها عملی شد. Den Auftakt macht ein Fall aus dem Jahr 1990. Ein 13-köpfiges Kommando erschießt im wartländischen Koppe den iranischen Oppositionellen Kaseem Rajavi. Auftragsmord an einem Gegner des iranischen Regimes auf Schweizer Boden. Denn Rajavi hatte in der Schweiz Zuflucht gesucht. Die Ermittlungen ergaben, dass der iranische Geheimdienst für den Mord verantwortlich sei. Zur Rechenschaft gezogen wurde allerdings niemand. Heute rollen Schweizer Politik und Justiz den Fall neu auf. Miriam Reinhardt mit den Details. Spuren eines politischen Mordes. In Koppe im Kanton Waadt erschießt ein iranisches Mordkommando im April 1990 den Regimegegner Kaseem Rajavi vor seinem Zuhause. Behzad Naziri, Weggefährte von Kaseem Rajavi. Zusammen kämpften sie gegen Menschenrechtsverletzungen im Iran. 30 Jahre nach dem Attentat führt er uns an den Tatort. Der Tod von Kaseem Rajavi berührt ihn auch heute noch stark. Jedes Jahr bin ich gerührt. Seit 1990 an jedem 24. April. Kaseem Rajavi war ein Symbol. Wir Iraner nennen ihn den großen Märtyrer der Menschenrechte. Der Widerstand gegen das iranische Regime wurde ihm zum Verhängnis. Kaseem Rajavi ist auf dem Weg nach Hause. Kurz vor dem Ziel nähert sich von hinten ein Auto. Ein Überholmanöver beginnt und Rajavis Auto wird mehrmals gerammt. Rajavi versucht, seinen Verfolger abzuschütteln, vergeblich. Plötzlich taucht vor Rajavi ein Auto auf, das ihm den Weg versperrt. Todesschüsse fallen. Wer war Kaseem Rajavi? Aus dem Schweizer Exil kämpfte der Jurist und Universitätsprofessor gegen Menschenrechtsverletzungen im Iran, gegen willkürliche Verhaftungen und Folterungen. Mit Kampagnen machte er unermüdlich auf die Folter im Iran aufmerksam. Die Folter wird vom Regime systematisch angewendet, um jeden Oppositionellen physisch zu eliminieren. Immer wieder erhielt er Morddrohungen. Am 24. April 1990 wurden sie wahrgemacht. Der Mord war offenbar von langer Hand geplant. Mehrmals war das Killerkommando aus dem Iran 1989 in die Schweiz geflogen, mit dem Ziel, den iranischen Oppositionellen hier vor seinem Zuhause auszuspionieren. Als Warnzeichen, dass er bald sterben würde, wurde der Familienhund vergiftet. Den Plan, Rajavi in seinem Zuhause umzubringen, wurde schließlich verworfen. Es gab mehrere Mordpläne. Das steht alles im Dossier des Falles. Ich erzähle Ihnen nicht irgendwelche Geschichten. Am Ende hat sich das Killerkommando entschieden, ihn im Auto umzubringen. Dies erschien Ihnen als der effizienteste Plan. Erschossen aus diesem Auto, das die Mörder gemietet hatten. Als unverkennbare Signatur hinterließen sie zwei Mützen.
Symbol dafür, dass der iranische Geheimdienst hinter der Tat steckt. Doch der Iran bestritt jegliche Verwicklung in dieses Attentat. Die Täter wurden von der damaligen Regierung gedeckt. Die Ermittlungen ergeben, 13 Personen sind insgesamt an der Vorbereitung und an der Ermordung von Rajavi beteiligt, alle im Besitz von Diplomatenpässen. Solche vergibt die iranische Regierung nur an Personen in offizieller Mission. Die Mörder können so nach der Tat unbemerkt fliehen. 2 Jahre später, in Frankreich werden 2 der mutmaßlichen Täter festgenommen. Frankreich verspricht der Schweiz mehrmals ihre Auslieferung. Doch die Iraner werden freigelassen und können ungehindert nach Teheran zurückkehren. Mord und Drohungen gegen Oppositionelle im Exil sind auch 30 Jahre später noch eine Realität. Behzad Naziri, der iranische Oppositionelle, ist auf dem Weg in den Palais des Nations in Genf. Hier erinnert er sich an die Todesdrohungen gegen Kazem Rajavi. Ich hatte oft beobachtet, dass er von Diplomaten verbal bedroht wurde, auch vom damaligen iranischen Botschafter bei den Vereinten Nationen. Dieser drohte ihm mit schlimmsten Racheakten. Der ehemalige UNO-Diplomat Rajavi ließ sich nicht einschüchtern und führte den Kampf weiter. Zu viel Leid hatte Kazem Rajavi in der Vergangenheit in seiner Familie miterlebt. Seine Schwester wurde hingerichtet. Sein Bruder war Anführer einer militanten iranischen Oppositionsbewegung, der sogenannten Volksmudschahedin. Die Rajavis kämpften gegen willkürliche Verhaftungen und Folterungen des Mullah-Regimes. Für den Historiker Adrian Henny ist der Fall Teil einer Tötungsserie des iranischen Regimes gegen Oppositionelle. Die systematische Verfolgung der Oppositionsgruppe der Volksmudschahedin im Exil dauere bis heute an. Der Kampf zwischen den Volksmudschahedin und der iranischen Regierung, der tobt weiter, der ist nicht vorbei. Und der findet nach wie vor auch auf europäischem Boden statt. Erst im Sommer 2018 hat die iranische Geheimdienst versucht, einen Anschlag zu verüben auf ein jährliches Treffen vom politischen Arm der Volksmudschahedin außerhalb von Paris. Da ist sogar ein in Wien akkreditierter iranischer Diplomat persönlich beteiligt gewesen, unterdessen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Nils de Dardel, Anwalt und langjähriger Freund von Kazem Rajavi. Vor Gericht hat er kürzlich einen Erfolg verbucht. Der Mord an Rajavi muss in der Schweiz nochmals aufgerollt werden. Und zwar als Teil eines möglichen Völkermordes an tausenden iranischen Oppositionellen. Als erstes haben wir eine Reaktivierung der internationalen Haftbefehle gegen die 13 Täter und den damaligen Geheimdienstminister Ali Falahian beantragt. Seit letztem Herbst warten wir auf eine Entscheidung der Bundesanwaltschaft. Der Mord an Kazem Rajavi ist damit wieder aktuell. Der Ball liegt derzeit bei der Bundesanwaltschaft. Für die iranische Opposition im Exil ein Sieg gegen das Vergessen.